In diesem Produktvideo stelle ich Ihnen den Camranger vor. Das ist ein in sich abgeschlossenes WLAN, mit Hilfe dessen man in Verbindung mit einer Kamera natürlich sich die Bilder direkt aufs Tablet funken lassen kann oder iPod Touch oder normales iPad. Und man kann auch dann über die Applikation auf dem Tablet selber die Kamera ansteuern, autofokussieren, Autofokusfelder auswählen, Weißabgleich machen. Man kann sich direkt über diese Applikation, die auf dem Tablet dann installiert ist, auch die unterbelichteten Bereiche anzeigen lassen und so weiter und so weiter. Das Besondere ist halt eben auch, dass dieser Camranger, also dieses kleine WLAN, was also dann die Bilder aus der Kamera praktisch direkt hier dann in das Tablet funkt, ja, dass nur dieses Teil an der Kamera befestigt ist und dass man halt eben alles andere kabellos machen kann. Das heißt, Sie haben also dann dieses Tablet als riesengroßen Live-View und ja, wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt einfach mal in diesem Video an. Der Camranger wird also als erstes, das ist der erste Schritt, mit der Kamera verbunden und dafür haben wir hier ein mitgeliefertes Verbindungskabel. Das ist aus dem Lieferumfang enthalten. Das ist ein USB-Kabel, das wird also einmal hier in die Kamera gesteckt und dann das andere Ende in den Camranger. Fangen wir einfach mal mit an. Schließen wir einfach hier ein und dann logischerweise hier den Ausgang an der Kamera selbst. Wenn man das getan hat, dann aktiviert man den Camranger einfach hier über diesen Ein- und Ausschaltknopf auf der Seite. Zack. Und dann haben wir hier auch jetzt die grüne LED, die besagt, dass das Ganze also jetzt hier bereit ist. Der nächste Schritt ist der, dass man also, wenn man sich die App downgeloadet hat, bevor man das dann gemacht hat, nochmal hier in den Einstellungen das WLAN finden muss. Das ist dann hier einfach unter den ganz normalen WLAN, die man halt eben angezeigt bekommt, aufgeführt, da wo der Camranger ist. Und wenn man dann den Camranger aktiviert hat, dann muss man als Schlüssel hier hinten diesen Zahlencode eingeben, der sich hinten auf der Rückseite von jedem Camranger befindet. Und wenn man das getan hat, dann ist man praktisch in dem WLAN vom Camranger drin und dann kann man loslegen. Loslegen, das Stichwort. Loslegen bedeutet natürlich ganz einfach, dass man hier dann einfach in die Applikation geht, dass man sie einfach startet. Camranger, Sie sehen, er verbindet sich jetzt auch mit der Kamera. Connected to Camera und dann kann man loslegen. Loslegen. Loslegen bedeutet, dass man hier also dann jetzt nochmal zum besseren Verständnis, wenn man sie jetzt hier unseren Live-View, wenn man so will, den Camranger mit der Applikation auf dem Tablet und das ist die Einheit, die verbunden bleibt, also die Kamera mit dem Camranger selber und das kann man halt eben jetzt benutzen. Man steckt sich das dann einfach hier in die mitgelieferte Tasche, die kann man auch am Gürtel befestigen und sich hier einfach dann den Camranger ganz bequem hier reinmachen, macht das Ganze am Reißverschluss zu und kann das dann irgendwo am Körper tragen, in die Hosentasche stecken oder halt eben auch die Kamera einfach aufs Stativ stellen und dann in der mitgelieferten Tasche über diesen Karabinerhaken einfach irgendwo am Stativ befestigen. Und mit dem Ding, also mit dem Tablet, können Sie dann wirklich bis zu 50 Meter weit einfach von der Kamera sich entfernen, Ihre Bilder machen. Es gibt in diesem Demonstrationsfilm vom Hersteller selbst, der auf unserer Produktseite verlinkt ist, auch dieses schöne Beispiel mit diesem Hochzeitsfotografen, der also da ein paar Bilder macht von dem Hochzeitspärchen oder von irgendeinem Pärchen für irgendein Blumenfeld und dann hingeht nach der Aufnahme, das Tablet nimmt und den Leuten direkt hier auf dem großen Bildschirm die eben gemachten Bilder zeigt. Also es gibt hier keine Verbindung zwischen Kamera und dem Tablet selbst in Form eines Kabels, dass man, also man ist wirklich total mobil. Man kann es nur wiederholen und betonen, das ist halt eben das, was diesen Camranger auch ausmacht. Leider habe ich hier im Studio jetzt nicht gerade so unheimlich wahnsinnig schöne visuell ansprechende Ecken. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Kamera und richte mal nach vorne aus und mache mein erstes Foto. Und in dem Augenblick, wo ich das erste Foto gemacht habe, wird mir das dann auch im Camranger oben angezeigt. Dann kann ich die Bilder auswählen und kann die bearbeiten und beziehungsweise mit der Vorschau, wie das alles funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt nochmal in einer Aufnahme. Jetzt gucken wir uns also die Applikation selber an. Ich habe also hier das erste Bild gemacht, was Sie gerade mitbekommen haben. Das ist hier oben in der Leiste, werden also hier die Bilder fortlaufend angezeigt. Wenn ich jetzt ein zweites mache, das mache ich jetzt auch mal. Ich fotografiere mal hier irgendetwas, haben wir irgendwas Fotogenes hier im Studio. Gucken wir einfach mal hier auf die Wand. Zack, Bild gemacht, muss ein paar Sekunden warten. Und dann erscheint hier oben auch direkt die Aufnahme, die ich jetzt gerade gemacht habe. Wenn man sich die jetzt betrachten möchte, hier in dem großen Bildfeld, einfach draufklicken, wie man das halt eben kennt, dann wird das Bild heruntergeladen. Und schon kann ich hier sehen, was ich aufgenommen habe. In dem Fall nichts Spannendes, ne? Weiße Wand, das ist rechts von mir. Ich habe auch den Camranger so eingestellt, dass er mir hier direkt die unterbelichteten Stellen anzeigt. Ich könnte jetzt eine zweite Aufnahme machen, indem ich die Belichtung korrigiere und so weiter. Das nur als kleines Gimmick und Hinweis, dass man das also auch hier einstellen kann. Auf der rechten Seite befindet sich dann hier das Menü.
Und zwar ist das das Kameramenü, was ich also eben jetzt alles hier von dieser Applikation drahtlos und kabellos hier einfach dann an der Kamera direkt einstellen kann. Das fängt an in dem Fall hier mit der Blende. Ich kann also hier direkt vom Tablet aus die Blende verändern. Ich kann die ISO verändern, wie ich sie haben möchte. Ich kann also hier auch die Belichtungsart ändern, den Weißabgleich. Das, was man halt eben alles so an der Kamera manuell auch machen kann. Ich kann auch mit dem Camranger bzw. mit der Applikation dafür auch den Live-View-Modus benutzen. Das habe ich jetzt mal eben gemacht. Den Live-View an der Kamera aktiviert und dann kann ich hier also auch, wie Sie sehen, bewegt sich. Links davon, hier ist die Kamera. Vorne im Bild können Sie es sehen. Und kann also auch hier direkt dann beurteilen, was ich da aufnehme, direkt inklusive der Histogrammanzeige. Und ich kann also auch fokussieren und kann halt eben eine ganze Menge toller Sachen machen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Kabellos, ich habe ein großes, ja, mobiles Display, ne? Ein iPad bzw. ein Tablet habe ich ja dann sowieso. Und das hat es so bis jetzt noch nicht gegeben. Und das ist also wirklich eine sehr sinnvolle Geschichte, wie ich sagen muss, weil mich regt am meisten eigentlich immer auf, wenn ich irgendwelche Kabelverbindungen habe. Ne, man kennt das ja mit diesen Monitoren, dass man dadurch halt eben auch in seinem Radius immer irgendwie eingeschränkt ist. Also der Camranger selber, ich habe es ausprobiert, laut Herstellerangaben 50 Meter, das kommt auch grob hin. Man will uns jetzt nicht um 2-3 Meter streiten, aber man kann sich schon erheblich von der Kamera entfernen und halt eben wirklich dann aus der Ferne seine Bilder machen, auslösen. Und was ich auch sehr praktisch finde, ist halt eben, dass man direkt nach der Aufnahme eine große Fläche hat, auf der man das Bild beurteilen kann. Oder halt eben auch, wenn man irgendwie Menschen fotografiert auf irgendwelchen Festivitäten, dass man halt hingehen kann und sagen kann, hier, kannst direkt gucken, ne? Also bevor man die Kamera rausgibt und dann hinten auf dem kleinen Fitzelchen auf dem Display, das nochmal eben hier zum Vergleich auch, das ist natürlich, liegen Welten dazwischen, da kann man natürlich hier mit viel mehr anfangen und viel sinnvoller die ganzen Sachen einsetzen. Alles kabellos, per Funk, über diesen kleinen Camranger, eigenes WLAN für sich, das ist also wirklich schon eine Spitzensache. Das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, das kann ich jetzt hier nur in der Hochkantversion machen, weil mir dieser intelligente Ständer unten vom Menü die ganzen Knöpfe wegnimmt. Und zwar sind es die Settings. Hier kann ich halt eben eingeben, das, was ich am Anfang schon gezeigt hatte, was hier blau markiert worden ist, dass er mir die dunklen Bereiche anzeigen soll, also die unterbelichteten Bereiche. Das gleiche gilt natürlich auch für die Highlights. Dann können wir hier noch einmal die Fokuspunkte aktivieren und zum Beispiel auch den Client Mode. Der Client Mode ist dafür gedacht, das sage ich Ihnen gleich, dass man halt eben dieses ganze Menü, was hier normalerweise angezeigt wird, dass es verschwindet. Das empfiehlt sich dann meistens immer dann, wenn man direkt nach einem Shooting oder nachgemachten Bildern irgendeiner anderen Person, am besten der Person, die man fotografiert hat, direkt das Tablet in die Hand gibt und dann kann der sich wirklich nur auf das Bild konzentrieren und alles, was überflüssig ist, verschwindet. Was wir hier noch haben, das sind die Gridlines, also diese Gitternetzlinien, von den man ja auch ab und zu, ne, zum Ausrichten des Horizonts Gebrauch macht, dass man also hier die ebenfalls von der Kamera übermittelt angezeigt bekommt. Und der Client Mode, um das mal eben kurz zu verdeutlichen, das ist, über Kopf ist es immer irgendwie komisch. So, der Client Mode, wie Sie sehen, jetzt ist also hier alles verschwunden, man hat das Bild drauf, also normalerweise, ne, man kann es auch noch drehen, dann hat man es auch wirklich in ganz groß und dann kann man wirklich dann sich nicht mehr von irgendwelchen anderen Sachen abdecken lassen. Das ist ein nettes Gimmick. Ich finde es ganz witzig, wenn man dann teilweise alles eingestellt hat und möchte dann wirklich diesen ganzen Kram nicht mehr sehen, dass man das einfach wegmacht. Wenn man es dann wieder braucht, dann kann man das einfach hier wieder aktivieren. iPad Mini. So. Ja, das also hier der Camranger. Sie können natürlich auch die Bilder, die Sie gemacht haben, hier einfach löschen, indem Sie einfach sagen, ne, Delete, ich brauche das jetzt nicht mehr. Oder aber auch sagen, halt eben speichern. Das geht auch. Und ja, man kann halt eben hier auch, wie Sie sehen, natürlich logischerweise das Wichtigste überhaupt über das Tablet direkt die Kamera auslösen. Zack, das ist meine Hand davor. Damit Sie auch sehen, das ist also immer noch die Kamera, die wir hier anfangs angeschossen haben, die mit dem Camranger hier die App bedient sozusagen. Ja, das also der Camranger, der jetzt hier bei uns ganz neu ist und ja, fehlen eigentlich fast die Worte. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, weil das, wie gesagt, mit den Kabeln dann doch immer so eine Sache ist. Und ja, der Rest liegt an Ihnen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und sinnvollen Einsätzen des Camrangers.